Moin Leute, was geht ab? Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Freue mich natürlich wie immer, dass du eingeschaltet hast. Ich weiß, in der letzten Zeit kamen relativ wenig Videos. Liegt nicht daran, dass ich keine Lust habe oder dass EA ja auch keinen Content bringt, im Gegenteil. Sondern ich bin einfach so unfassbar viel unterwegs aktuell durch die virtuelle Bundesliga und durch die Turniere und durch sonst alle anderen Sachen. Dass gerade im Moment so Januar, Februar, März, ich auch oft nach München reisen muss und so weiter und so fort. Viele von euch haben vielleicht auch das Spiel gesehen auf ProSieben Max, wo wir live im Fernsehen waren, als wir bei der VBL gespielt haben unter anderem. Und ja, deswegen merkt ihr, kommt leider nicht so viel. Ich gebe mal aber auf jeden Fall Mühe. Heute ist zumindest ein Tag, da habe ich Zeit. Und EA hat eine meiner absoluten Traum-Flashback-Karten rausgenommen. Wenn nicht sogar die Karte, die ich am meisten haben wollte. Und zwar Klaas-Jan Huntelaar-Flashback. Ihr wisst ja, ich bin schon immer ein riesen Schalke-Fan. Und das ist einer meiner, ich sag mal, Kindheitshelden. Weil der war schon echt immer gut. Der hat schon immer einige Tore gemacht bei Schalke. Und ich hatte sogar bei einem Turnier in London, so vor 2, 3 Wochen, hatten wir noch so ein Interview. Und dann war die Frage, welche Icon-Karte wir uns wünschen. Und dann meinten alle so, ja, ich will mein Con und keine Ahnung, ne, wen auch immer. Und ich habe gesagt, Huntelaar. Und als wenn EA mich gehört hätte, bringt sie jetzt zumindest, ist ja mehr oder weniger fast wie eine Icon-Karte von der Bewertung. 89er Huntelaar und wir werden ihn jetzt natürlich abschließen, werden mit ihm spielen, werden die Packs öffnen und einfach mal schauen, wie er ist. Wir schauen uns schon mal kurz seine Stats an. Er hat natürlich 95 Stellungsspiel, 91 Abschluss, 91 Schusskraft, das sind die Werte, mit denen ist Huntelaar halt einfach so bekannt. Auch 99 Reaktionen. 99 Stärke finde ich ziemlich interessant, hätte ich jetzt erstmal nicht so gedacht. Dazu leider halt 68 Ausdauer. Ihr wisst, wie wichtig dieser Ausdauerwert ist. Ich kann mir bei bestem Willen nicht vorstellen, dass der wirklich krass spielbar ist. Also, dass das jetzt kein Spieler ist für die Weekend League. Aber ich glaube, ich spreche dafür jeden Schalke-Fan und auch für jeden Bundesliga-Fan. Der Typ war damals schon teilweise echt gut. Er ist, glaube ich, auch, wurde ja auch mal Torschützenkönig und so weiter und so fort. Und für mich, wie gesagt, ist es ein Held. Deswegen bringe ich euch unbedingt dieses Video. Und ihr merkt schon, ich habe auch ziemlich Bock drauf. Ich rede schon wieder wie so ein Wasserfall. Wir werden auf jeden Fall jetzt natürlich die SBCs abschließen. Und wir schauen mal, es gibt sogar eine SBC nur über Schalke, die heißt die Königsblauen. Ich habe so knapp 70k bezahlt. Ein paar Spiele hatte ich halt aber auch im Verein, zum Beispiel Falcao untauschbar. Julian Draxler untauschbar. Und ihr werdet jetzt auch in dieser Woche wieder meine Weekend League Belohnung sehen, denn ich konnte nicht mal die beiden letzten Wochen Weekend League spielen. Aber jetzt in der Woche, also jetzt an dem letzten Wochenende, in den letzten 2, 3 Tagen, konnte ich mal wieder Weekend League spielen. Kam auch in die Top 100, das kann ich schon mal sagen. Und von daher seht ihr dann auch wahrscheinlich Donnerstag, Freitag oder so wieder meine Belohnung. Dann geht es wieder ganz normal weiter mit ein paar mehr Videos. Aber ich habe halt nicht mal hingekriegt, meine Weekend League zu spielen. Das sagt schon einiges. Und ja, ich würde sagen, wir geben einfach mal das Team ab. Ich glaube, Huntelaar kostet gerade so 130.000 oder so. Von daher, er ist jetzt natürlich auch echt nicht billig. Man bekommt aber einen 45k-Set, einen 35k-Set und er ist natürlich auch 89er Bewertung. Das heißt, da hat man ja ungefähr nochmal so an 50k, also so, wenn man ihn wieder eintauschen würde. Das heißt, man zahlt vielleicht 50, 60.000 so, die man. Ja, und dafür kriegt man dann halt auch noch die beiden Packs. Also es ist noch in Ordnung, würde ich sagen. Preis-Leistung werden wir dann natürlich nach dem Video abchecken. Und ihr seht hier, gebe ich auch wieder ein paar rote Karten ab. Diesen Asensio hatte ich unter anderem untauschbar und ansonsten die roten Karten. Den Rest habe ich alles geholt. Vielleicht nicht die günstigste Variante, aber ich wollte halt meine roten Karten mit einbauen und dann war es mir eigentlich auch ziemlich egal. Wichtig ist, falls ihr das nachbauen wollt, ich habe natürlich Loyalität auf den Spielern. Das heißt, ihr müsstet dann, was weiß ich, einen anderen Innenverteidiger hier nehmen, dass der auf die volle Chemie kommt, also Hakim Bembo oder so, oder hier noch ZOM zu ZM-Karte. Sowas müsstet ihr machen, falls ihr das Team so nachbaut. Achtet da bitte drauf. Und ja, ich würde sagen, gebe ich auch ab. Und dann schauen wir uns Huntelaar an. Ich habe natürlich auch das Schalke-Trikot drin, das brauchte ich diesmal nicht ändern. Rückblick Huntelaar, auf geht's. Er hat leider noch nicht das dynamische Bild jetzt gerade gehabt. Das müsste aber gleich kommen, denn ich habe das eben schon gesehen auf Twitter. Aber wir schauen uns erstmal an, wie Huntelaar rausgelaufen kommt. Holland-Stürmer, Ajax Amsterdam natürlich, aber egal, der ist und bleibt für mich ein absoluter Schalker. Und da kommt er rausgelaufen in dem Schalke-Trikot, macht erstmal hier so ein bisschen Breakdance und dem geben wir natürlich gleich die Nummer 25. Wir packen den in unser Team für Ronaldo rein und schauen mal, was wir damit so reißen können. Ich würde sagen, ich hoffe jetzt, dass man das dynamische Bild sieht. Sieht man immer noch nicht. Dann weiß ich gar nicht, wie man das
aktivieren kann. Vielleicht muss ich gleich einmal raus und rein ausfuttern. Auf jeden Fall werde ich dann mit meinem Main-Team spielen. Ich glaube, dass ihr das gerade gar nicht kennt, deswegen zeige ich euch das auch nochmal. Ich habe schon, halt wie gesagt, so lange kein Video mehr gemacht, da ich auch ja bei dem Team of the Year keine Packs geöffnet habe. Das ist das Team, mit dem ich aktuell spiele. Ich weiß, ich könnte N'Golo Kanté und CR7 tauschen, dann hätten die volle Chemie. Ich war aber bis jetzt immer zu faul und man merkt sowieso keinen Unterschied bei den Team of the Year Karten. Und für Rui Costa, den habe ich gemacht während des Team of the Years, damit ich ein paar Packs habe und den wollte ich immer wieder für eine Icon SBC eintauschen. Ihr seht, der ist auch nicht so gut. Ich werde dafür natürlich früher oder später wieder R9 oder sowas spielen, keine Ahnung. Das werde ich mir dann anschauen auf jeden Fall. Nehmen wir Huntelaar mit, packen natürlich noch den passenden Chemistry-Style drauf, Hunter. Das muss natürlich sein, damit hat er zumindest ein bisschen Pace mehr. Ich glaube 15 Pace mehr. Okay, das kann man jetzt gerade nicht sehen. Packe ich ihn einmal kurz rein für Ronaldo. Der müsste dann 10 Pace mehr haben, nochmal 8 Schusskraft, 15 Elfmeter. Und das sollte auf jeden Fall klar gehen. Nummer 25 machen wir noch, dann gehe ich einmal raus und einmal rein und gucke, wie das passt mit dem dynamischen Bild. Aber vorher ziehen wir natürlich die Packs und dann starten wir rein mit dem Spiel. Wir öffnen mal zuerst das Megapack und wir schauen mal, vielleicht haben wir Glück und ziehen sogar einen Walkout oder sowas. Aber das wird leider nichts. Das gibt zumindest einen 83 plus Portugal ZDM. Das wird Danilo Pereira. Ja gut, ist jetzt nicht so ein Spieler, der mich jetzt wieder reich macht oder der die Münzen wieder reinholt. Aber ansonsten haben wir noch ein paar goldenen. Die speichere ich einfach mal alle im Verein. Die ganzen Manager brauche ich nicht. Vielleicht noch ein paar Team-Fitness-Karten, die kann ich sehr gut brauchen. Wir ziehen sogar noch einen Hunter, der ist ja 5k wert. Gar nicht so schlecht. Juve viertes Trikot könnte sogar vielleicht auch was wert sein. Und die beiden Manager mache ich nochmal. Die kann ich vielleicht nochmal verkaufen oder so. Von daher speichere ich die doch nochmal im Verein. Und dann öffnen wir noch das 45k-Pack. Und dann geht's rein. Gameplay mit Huntelaar. Habe ich auf jeden Fall richtig Bock drauf auf das. Man kennt es natürlich von mir nicht anders. Kein Walkout. Aber vielleicht zumindest immer wieder ein 83 plus. Brasilien. Rechtsflügel. Und das wird Malcolm. Ja, der wird jetzt auch nicht so viel wert sein. Vielleicht jetzt ein bisschen durch die SPC. Dazu noch Gelson Martins. Und ich würde sagen, das hat mir so 20k oder so eingebracht. Jetzt auch nicht viel, aber zumindest ein bisschen. Ihr seht, ich brauche unbedingt Münzen. Ich habe absolut gar nichts mehr. Durch das ganze Team of the Year ist mein Verein auch total leer. Huntelaar kommt da jetzt eigentlich nicht so ganz gelegen, aber egal, wir gehen jetzt mal rein ins Spiel und schauen mal, was er so kann. So, Freunde, ich habe gerade kurz einmal getweetet, dass ich gegen euch spiele. Und das kommt dann im Video. Und ihr seht schon, wir haben den ersten Gegner, sogar auch einen Schalke-Fan. Eins Team sogar mit 87 Dings. Also mit 87er Angriff. Ich spiele natürlich im blauen Essen 4-Trikot und wir schauen mal, was er so für einen Gegner hat. Den finde ich cooler, als einfach online gegen irgendwen zu spielen. Da kann ich besser gegen euch spielen. Wir schauen mal, was er für ein Team hat. Das sieht auf jeden Fall sehr ordentlich aus, nach jemandem, der Ahnung vom Spiel hat. Reus Klose auf Basic Prime. Gab es da schon eine SBC? Ich glaube nicht, aber Crespo gab es schon als SBC. Dazu Hernandez in der Headliner-Karte. Ja, sollte klar gehen. Auf geht's. Huntelaar. Oh, diese Nummer 25, das sieht so nice aus einfach. Ich feiere es jetzt schon. Ja, haben wir schon mal den Ball gewonnen. Da ist Huntelaar direkt mal am Ball. Zack. Huntelaar! Oh, direkt erste Chance, auch wenn er natürlich abgeblockt war. Versuchen wir mal direkt die Ecke natürlich auch auf Huntelaar zu bringen. Da ist ein freier Raum. Da ist er nämlich. Oh, wie gut das gemacht war von dem. Der hat sogar gegen Pogba sich durchgesetzt. Schade, also zwei gute Chancen schon. Hätte, finde ich, auch schon mal 1-0 stehen können, oder? Oh. Ah, De Gea war wichtig. Wie soll ich den Hund denn da so anspielen, wenn 10 Leute hinten stehen? So wird das doch nichts. Müssen wir nochmal umdrehen hier. Da ist aber Huntelaar. Und die Beweglichkeit war schon mal gut, auf jeden Fall. Go, Huntelaar! Was macht er denn? Das ist so unlogisch. Den hätte Huntelaar dreimal reingemacht in echt. Ich meine es ernst. Oh, jetzt Huntelaar. Mit der Vorlage. Brechen wir ab. Spielen wir natürlich wieder zurück. Zack. Huntelaar. Da ist er. Und den macht er natürlich rein. Endlich mal hat er den Ball reingemacht. Aber also die ersten beiden waren schon eigentlich hundertprozentig. Gut, das eine, das war eh abseits, muss man sagen. Bei dem anderen, da steht er halt so nah vorm Torwart. Vielleicht hatte der deswegen eben das Tor geschossen, weil der sonst den Torwart automatisch angeschossen hätte. Weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall, den macht er auf jeden Fall sehr schön rein. Auch ordentlich gespielt. 1-0, sehr nice. Ah, der wäre safe reingegangen. War Huntelaar mit grünem Time Finish. Wir versuchen nochmal die Ecke. Oh, der köpft gerade gegen Kanté. Das können wir vielleicht doch nutzen, oder?
Komm schon, Huntelaar, Kopfball, Huntelaar, Tor, ja Mann, guck mal, das ist, aber das ist, muss ich sagen, ein bisschen doof auch für den Gegner, weil er kann da nicht so viel für, dass N'Golo Kanté da steht, aber man macht die so immer auf dem ersten Pfosten, dann kann er da theoretisch einen etwas größeren Spieler einfach halt manuell hinstellen, aber Huntelaar steigt hoch, Kopfball, eiskalt, wir haben Freistoß, mal schauen, was wir damit machen können, ich habe gegen Mirza so ein Tor gemacht, wo ich den einfach in die andere Ecke geschossen habe. Ich versuch's einfach nochmal. Ich weiß nicht, ob es klappt. Wir probieren es einfach. Ah. Easy! Huntelaar! Ey, die sind ja voll gut, die Freistöße. Ich habe jetzt zwei so gemacht. Beide gingen einfach rein. Das eine war mit Ronaldo und das jetzt mit Huntelaar. Dreierpack von Klaas-Jan. Ihr habt ja auch gesehen, wie man da ungefähr sich drehen muss. Dann... Und dann habe ich einfach mit L1 oder mit LB, wie auch immer, wo ihr spielt und dann mit Kreis. Ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt, wie hart ich aufgeladen habe. Ich denke schon, dann könnt ihr euch das nochmal anschauen, wenn ihr das selber so machen wollt. Habt ihr wieder was gelernt in dem Video? Zumindest sind die Freistöße, habe ich so das Gefühl, gar nicht so schlecht, wenn ihr das mit jemandem schießt, der einen hohen Schusskraftwert hat. Zack. Neymar. Auf Huntelaar. Auf Neymar. Auf Huntelaar. Der hat einfach, der ist so gut im Abschluss. Ohne Witz. Jetzt den hat er auch wieder eiskalt reingemacht. Viererpack. Ich hätte echt nicht gedacht, weil so schlecht ist der Gegner wirklich nicht. Zack, zack, zack. Huntelaar. Ey, das ist so. Also, wenn man weiß, wie man mit dem spielen muss, ist der ehrlich geil. Weil der chillt einfach ganze Zeit nur in dem Strafraum und man spielt den an, schießt einfach und der Ball ist im Tor. Das ist schon ehrlich gut. Also, ansonsten kann der halt nichts. Jetzt hart gesagt, aber der hat nicht viel Ausdauer, der hat auch kein Tempo. Ihr habt nicht einmal gesehen, dass ich jetzt mit dem durchrenne, sondern man muss den einfach nur anspielen, schießen und dann ist der Ball im Tor. Auf geht's, Mbappe. Wir können auch mal versuchen, mal das Kopfballspiel von Huntelaar zu testen. Ich brech mal ab, die Flanke, Fallrückzieher. Oh, wenn Huntelaar ein Fallrückzieher-Tor gemacht hätte, ich wäre absolut ausgeflippt. Ja, und dann fünfter Rebound. Sorry an den Gegner auf jeden Fall. Nimm's nicht persönlich. Den macht Rui Costa dann rein. War ein bisschen glücklich. Ich hätte gerne den Fallrückzieher reingemacht. Jetzt Huntelaar. Legt ihn sich hoch. Oh, der war sogar grün. Der war sogar nur weiß und der schießt ihn trotzdem rein. Also ich habe auf jeden Fall gleich ein ziemlich gutes Fazit zu dem. Darauf könnt ihr euch freuen, denn so schlecht finde ich den ehrlich nicht. So, wir haben die 93. Minute oder sogar schon die 94. Das heißt, das Spiel ist jetzt vorbei. Das Ergebnis ist jetzt erstmal zweitrangig, denn es geht ja heute um Klaas-Jan Huntelaar. Ihr seht schon, der ist natürlich Man of the Match. Ich muss ganz klar sagen, der ist ehrlich nicht so schlecht. Also so natürlich, der hat seine Schwachstellen, das heißt, seine Ausdauer vor allem. Ihr habt gemerkt, 60, 70 Minuten kann man den spielen, viel länger halt nicht. Ist nicht der Schnellste, hat 2 Sterne Skill-Moves. Aber wenn man, wenn es von euch... Spielertypen gibt, die zum Beispiel auch mit so einem, ich weiß nicht, Kane oder so richtig gut klarkommen, der halt einfach, also halt so ein Stürmertyp, der einfach nur die ganze Zeit chillt und irgendwann den Ball reinhaut. Ich persönlich brauche meistens Spieler, die so mitspielen, so. Aber ihr habt es ja gesehen, auch gerade durch so ein paar Kombinationen, wenn ihr das gut könnt und ihr braucht einfach einen, der den Ball reinschießt, Huntelaar kann das extrem gut. Erzähle ich euch wahrscheinlich nichts Neues, das war zu erwarten, aber ihr habt es gesehen in den Clips, der hat eigentlich fast jede Chance, der hatte sogar jetzt auch nach dem Patch, wo es meiner Meinung nach auch relativ schwierig ist, auch ein Tor zu schießen, fand ich den echt gut. Insgesamt würde ich dem schon so 8 von 10 geben. Wie gesagt, das mit der Ausdauer und das so mit den Skillmoves und so und mit Pace ist halt nicht so ganz so toll. Aber die meisten machen ihn sowieso nicht, weil sie denken, dass man jetzt mit dem hier direkt 30-0 holt, sondern einfach, weil man mit dem Spaß haben will. Das kann man auf jeden Fall sehr gut. Ich finde die Karte trotzdem nicht schlecht. Und mir hat es extrem viel Spaß gemacht, damit zu spielen. Das ist auch absolut ja das Wichtigste, dass man Spaß am Spiel hat, so gut es geht. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lassen würdet. Wir sehen uns dann weiter in der nächsten Woche zu meinen Weekly Rewards. Und ich bin raus, macht's gut Leute, haut rein und ciao.